So, da bin ich wieder. Guten Tag, hallo. Ja, nachdem ich letzte Woche nur ein Video gepostet habe, versuche ich diese Woche wieder zwei Videos zu machen. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist verdammt warm. Oh, diese Hitze, ne, das ist echt unausstehlich, unerträglich. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr die Tage verbracht habt. Ich war definitiv zweimal im Freibad. An zwei nicht so heißen Tagen war ich auch zweimal im Freizeitpark. Und da sind wir schon beim Thema Freizeitparks und Schwimmbäder. Ne? Ihr kennt das Planet Coaster 2, wir warten drauf. Und es gibt tatsächlich was Neues. Und zwar einen neuen Screenshot bei Twitter. Und ich bin mal gespannt, in was für Abständen da vielleicht was zu sehen sein wird. Es kann ja durchaus sein, dass da tatsächlich jetzt jede Woche ein neues Bild kommen wird, was uns vielleicht auch neue Sachen zeigen wird. Nicht viel, aber ich sag mal so, auf diesem Bild sehen wir definitiv zwei Sachen, die wir so im Detail noch nicht gesehen haben. Und zwar eine weitere Attraktion ist mit dabei. Ja, und zwar, man sieht es im Hintergrund, das Riesenrad. Und wir sehen das erste Mal, dass halt nicht nur das große Riesenrad dabei ist, sondern auch wieder das, ich sag mal, standardisierte normale Kirmes-Riesenrad in klein mit dabei sein wird. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es ist definitiv ja auch das kleine Kinder-Riesenrad mit dabei. Und das konnte man ja definitiv schon sehen im Video. Was man aber auch sieht, ist eine neue Schwimmmatte. Ja, das ist ja etwas, was ich auch schon angesprochen habe. Die Sachen, die die Leute im Schwimmbad mitbenutzen, gibt es definitiv in verschiedenen Ausführungen. Wir sehen nämlich hier hinten auch den Schwimmreifen mit dem Einhorn. Wir haben einen gesehen in Form eines Donuts. Da hinten ist eine einfache Matte. Hier ist eine Matte mit einem Stiel drin in Form eines Eis. Also das ist definitiv, dass die Auswahl da relativ groß sein wird. Und ich bin halt gespannt, wie es mit den Schwimmbrillen aussehen wird, weil hier sehen wir ja tatsächlich zwei Stück haben auch eine Schwimmbrille auf. Eine Taucherbrille. Der Rest, soweit ich das sehen kann, nicht. Auch da gehe ich davon aus, dass es halt verschiedene Brillen vielleicht geben wird, die sie da kaufen können im Zubehörshop. Ich weiß gar nicht, wie hieß der Shop? Splash? Ich glaube, Splash hieß der Shop, ne? So, wir sehen noch mal ein bisschen die Gebäudeteile im Hintergrund. Wir sehen zwei kleine Wasserrutschen. Also man muss nicht nur große Wasserrutschen machen. Wir sehen tatsächlich, hier ist der Start, da ist das Ende. Es ist eine kleine, einfache Wasserrutsche. Geht also auch normal. Was wir sehen, ist, dass es manchmal nicht ganz so mit dem Rund klappt. Ne? Hier ist so eine kleine Ecke drin. Aber wir wollen uns nichts vormachen. Das Spiel befindet sich immer noch in der Alpha. Das Spiel ist in Entwicklung, wird noch gefixt, wird noch weiter verbessert. Es kommen neue Sachen nach und nach zu und bis zum Release werden noch ein paar Wochen vergehen und noch einige Sachen korrigiert und verbessert werden. Letzten Endes, ich weiß gerade nicht, wie viele Leute da an dem Game arbeiten, aber jeden Tag 8 Stunden, einige Leute, da wird sicherlich noch einiges umgesetzt werden. Übrigens habe ich mir noch mal Gedanken gemacht zu dem Thema Unreal Engine. Und da fiel mir nämlich auch noch eine Sache halt mit ein. Lassen wir mal das Video im Hintergrund laufen, damit wir ein bisschen was haben. Zum Thema Unreal Engine ist mir noch eine Sache eingefallen, tatsächlich. Und zwar war der Ablauf der Releases tatsächlich Planet Zoo, das letzte Spiel, was mit der was mit der hauseigenen Cobra Engine entwickelt wurde, gewesen. Danach kam ja nur noch die Formel 1 Manager, tatsächlich drei Teile, die alle drei mit der Unreal Engine gemacht worden sind. Und die Firma Frontier hat hier Mitarbeiter entlassen in der Zwischenzeit. Sie haben keine Details genannt, wo welche Leute entlassen worden sind. Was ich mir vorstellen könnte, ist eventuell, dass da wirklich die, ich sag mal, Forschungsabteilung dicht gemacht worden ist, vielleicht oder reduziert worden ist, man sich vielleicht tatsächlich auf die Unreal Engine konzentriert. Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich noch keine Bestätigung dafür, dass das Spiel wirklich in der Cobra Engine fertig worden ist.
Das habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, gelesen. Anhaltspunkt. Auf der Online-Seite steht ja auch nichts. Ne? Also auf der Seite von Planet Coaster 2 ist ja tatsächlich an der Stelle, wo das Cobra-Design oder das Cobra-Logo auftaucht, immer noch nichts zu sehen. Ich bin auch mal gespannt, was es vielleicht auf der Gamescom Neues zu sehen gibt. Ich werde mich da leider halt auch überraschen lassen müssen von dem, was andere Leute halt präsentieren und zeigen, weil ich, wie gesagt, leider nicht da bin. Dementsprechend kann ich die Demo halt nicht zocken. Sicherlich, es wird nicht zu viel sein. Man hat ja schon die Demo, die läuft ja im Hintergrund schon. Da hat man ja schon gesehen, dass es natürlich Einschränkungen gibt. Auch da ist natürlich wieder der Punkt, dass einige sagen, ja, aber es sind ja nur 4 Achterbahnen zu sehen. Ja, es ist eine Demo. Eine Demo ist keine Vollversion. Eine Vollversion hat mehr als eine Demo. Also von daher wollen wir uns nichts vormachen. Es ist halt einfach nur eine Demo zum Anspielen, zum Testen, zum ersten Präsentieren. Und deswegen, da würde ich jetzt bezüglich der Scenery-Objekte und der Deko an sich und der Bar-Attraktion absolut noch keine Gedanken machen. Da wird zum Release definitiv noch einiges halt kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt gab es aber noch eine andere Sache, die ich gerade eigentlich ansprechen wollte. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was. Ich bin so gehypt und mir ist so warm. Ne? Also man muss schon sagen, das ist schwierig. So, wie gesagt, ich bin auch übrigens immer noch gespannt, ob das hier tatsächlich selbst gebaut sein kann. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich meine gerade was gesehen zu haben. Ach ja, genau, das fiel mir noch ein. Ein Thema wollte ich auf jeden Fall noch bringen. Worauf mich ein netter Kommentarschreiber gebracht hat. Ich habe mich ja immer gefragt, was das hier für ein Propellertyp ist, weil ich diesen Propeller nie gekannt habe. Und zwar ist der von Zamperla. Der Zamperla. Nee. Wie ist der? Zeta Swing, genau, Zeta Swing. Da haben wir das Ganze schon. Also das Ding ist tatsächlich so in der Form auch geplant von einem Hersteller, der tatsächlich Fahrgeschäfte halt umsetzt. Zamperla haben wir ja schon im Falle von, ne? Schon die beste Auflösung, hallo? Sieht sehr pixelig aus. Aber wir sehen es, hier ist es definitiv genau diese Schaukel, die uns da erwarten wird. Genau derselbe Aufbau. Was uns dazu bringt, alle drei Neuheiten, die wir bis jetzt gesehen haben, sind Zamperla-Neuheiten. Also keine Zamperla-Neuheiten, sondern sind Neuheiten, die in Real Life von Zamperla gebaut werden. Warum man sich hier für diesen entschieden hat und nicht für einen Typ, der wirklich bis jetzt realisiert worden ist, weil hiervon gibt es tatsächlich noch keine echte Variante. Bis jetzt gibt es davon halt nur die Präsentation. Weiß ich nicht, warum man sich da auf Zamperla eingeschossen hat, in vielen, vielen Punkten. Vielleicht ist das aber für uns ein Hinweis, dass vielleicht noch mehr Zamperla-Sachen kommen werden. Zamperla ist ja ein recht großer Anbieter für Bargeschäfte tatsächlich. In allen Bereichen, wohlgemerkt. Also Zamperla baut ja tatsächlich auch Achterbahnen, nicht nur Fahrgeschäfte. Und ein Fahrgeschäft kennen wir ja tatsächlich von Zamperla schon im Planet Coaster Universum. Und zwar den Air Race. Den gibt es ja tatsächlich schon in Planet Coaster 1. Ich gehe davon aus, dass wir den dann auch auf jeden Fall in Planet Coaster 2 nochmal wiedersehen werden. Also da bin ich ganz fest von überzeugt. Bin ich übrigens drauf gekommen, dass das ja auch ein Zamperla-Gerät ist, als ich am Wochenende in Ford Fun drin gefahren bin. Ja, so kann es gehen. Wir haben den Big Waves halt schon gesehen. Ansonsten, wie gesagt, weiß ich nicht, was wir vielleicht noch erwarten können. Ob wir vielleicht das tatsächlich so einen kleinen Disco erwarten können. Wir kennen ja bis jetzt nur den großen in Form vom Aladdin-Design. Ein Discovery vielleicht, ein
Endeavor, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich dieses Fahrgeschäft, weil es sehr, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem anderen Fahrgeschäft, was ja schon definitiv bestätigt ist, laut Trailer. Und man da vielleicht gar nicht so viel neu machen musste. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir den vielleicht wieder sehen. Das Ferris Wheel ist übrigens interessanterweise sehr das kleine Kinderriesenrad. Ist ja auch definitiv bestätigt, ist ja im Video schon zu sehen gewesen. Wir haben die verschiedenen Coaster. Ich schätze mal, dass da auch was von kommen wird. Muss man halt abwarten. Eventuell könnte ich mir vorstellen, so ein Happy Swing, dass der mit da drinne sein wird. Aber die Frage ist, wie gesagt, was kommt noch? Octopus? Klar, Octopus. Ich bin gerade überlegt. Der Octopus, der in Planet Coaster 1 drin war, war auch von Zamperla, ne? Die Kaffeetassen, das ist definitiv auch Zamperla-Produktion. Das ist der Teacup 12, nämlich dieser. Denn der... Ah nee, das stimmt gar nicht. Der hat ja 4x3, ne? Der hat 4x3. Der im Game hat ja 3x4. Nee, das ist ein anderer. Den könnte ich mir vielleicht vorstellen. Du bist in Bounce. Wer weiß. Wave Blaster. Gibt eine Menge Möglichkeiten, ne? Also, wir wissen aktuell da tatsächlich noch nicht. So ein Whip Ride, sowas ähnliches, gab es ja tatsächlich auch in Planet Coaster 1. Also Potenzial ist da. Wir wissen halt tatsächlich einfach noch nichts, außer dass, wie gesagt, drei Fahrgeschäfte, die definitiv neu dazukommen werden, Zamperla sind. Wir wissen, dass es Zamperla schon vorher gab, aber wir wissen halt auch, dass das große Kettenkarussell Starflyer von einem anderen Anbieter ist. Also von daher kann das natürlich alles und nichts bedeuten. Es zeigt halt einfach nur, dass sie sich der Linie treu bleiben und die Fahrgeschäfte, die umgesetzt werden, realistisch sind. Ja, also nicht irgendwas Erfundenes, sondern alles halt definitiv eine echte, reelle Vorlage halt einfach hat. Ja. Ich meine, interessanterweise geben sie ja immer an, Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt, bla bla bla, aber es ist definitiv so, dass man die Fahrgeschäfte alle erkennt und man weiß immer, was für ein Hersteller ist es, was für ein Anbieter, was für ein Typ. Ja. Also die ganzen Details kennt man dann halt letzten Endes tatsächlich am Ende. Worauf ich mich wirklich freuen würde, wäre, dass man hier wie bei Twisted ABC oder, nee, Twisted Arc ist das ja nicht, ABC, ist ja ein R, eigene Fonts hat. Das ist ein definitiver Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig wäre. Und ja, was soll ich jetzt dazu sonst noch sagen? Wege ist natürlich ein Thema, worauf ich gespannt bin, wie das von der Umsetzung sein wird, aber auch Achterbahn. Die Achterbahnbilder haben wir noch gar nicht gesehen. Auch da wird sicherlich eine ganze, ganze Menge Überraschung drin stecken. Ich gehe davon aus, dass das auch komplett umgebaut worden ist von der Thematik her, dass der Achterbahnbilder neu ist und dass der aber gleich ist zu den Wasserbahnen. Also die Wasserbahnen oder die Wasserrutschen werden sicherlich auf demselben Weg gebaut wie die Achterbahn halt letzten Endes. Was ich interessant finde, ist übrigens der Fakt, dass es hier keine Toiletten gibt. Oder? Ah, warte mal. Also was sind die Umkleiden? Steht aber auch noch so ein Häuschen. Ist das auch eine Umkleide oder ist das eine Toilette? Gute Frage. Die Räume sehen ja aus wie die alten Toiletten. Aber sind die alten Toiletten, neuen Toiletten, oder hat man da vielleicht tatsächlich auch was geändert? Was sehr schön wäre, wo ich mich freuen würde, wenn man echte Türen vorne setzen könnte, die auf und zu gehen, wenn Leute rein und raus gehen. Das würde mich ja freuen. Ja, das wäre auch so ein Ding, was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse. Ich habe ja gerne realistisch gebaut und habe gerne dann irgendwelche Türen davor gesetzt und die Leute sind halt einfach da durchgegangen. Was wir hier wieder sehen, ist
dass die Mülltonnen aus dem ersten Teil auch mit dabei sind. Die sehe ich gerade hier durch Zufall. Ich bin auch gespannt, wie man die unterschiedlichen Höhen beim Becken bewerkstelligen kann. Hier sieht man übrigens unterschiedliche Farben oder unterschiedliche Designs von auch dem Innenleben. Ne? Also das bietet halt tatsächlich da auch nochmal ein bisschen Flexibilität, dass man Tools unterschiedlich gestalten kann, unterschiedlich machen kann. Was halt natürlich dementsprechend auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Dann gucken wir mal kurz weiter, ob wir noch irgendwas Interessantes sehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas kennt, irgendwas mal gesehen habt, was ich vielleicht bis jetzt übersehen habe. Ich würde mich natürlich da immer über Kommentare freuen von eurer Seite. Diese Wedeldinger finde ich übrigens auch cool. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, sind aber cool. Hier hat man ein Eingangsgebäude gebaut. Manchmal muss man halt natürlich auch so ein bisschen auf die Details achten. Gesagt, hier arbeitet man auch sehr viel mit Fonts. Ja, das Z oder das Hayo, glaube ich nicht, dass das feste Schriftarten sein werden. Es wird definitiv separate Fonts halt geben. Tower Ride, okay, alles klar. Ich finde es halt immer noch genial, dass man halt wirklich Sachen am Fahrgeschäft anbringen kann. Finde ich sehr, sehr gut, gerade für das Kirmes-Projekt, was ich plane. Nee, das ist übrigens auch sehr schön mit den Schildern hier an der Seite. Ich muss sagen, dekotechnisch ist das hier schon gelungen. Ne? Also die Vorlagen, die sie da umsetzen, sind schon wirklich sehr, sehr cool. Ja. Also hat sich jemand definitiv Mühe gegeben bei dem Ganzen. Hier sieht man auch nur einen Eingang, einen Ausgang. Bei den Achterbahnen haben wir ja schon gesehen, dass es zwei Eingänge geben wird. Was ich... wo ich halt immer noch nicht weiß, ist das halt Single Rider oder ist das Speedpass oder was wird es sein? Das konnte man ja leider noch nicht rauserkennen. Man sieht halt nur, da sind zwei Eingänge, da ist ein Ausgang. Bei der Holzachterbahn beispielsweise. Und ja, da muss man dann auch nochmal schauen, ob man, ja, ich schätze mal, also was heißt, ob man, das wird man natürlich zu Gamescom definitiv erfahren, also das wird. Da das ja die Demo für die Gamescom ist und hier ja schon beide Schlangen drin sind, wird natürlich irgendjemand das auf der Gamescom direkt sagen können. Das ist das, das ist das. Und wir haben definitiv Klarheit. Ich frage mich halt, ob das hier ein Bug sein könnte oder ob es tatsächlich so möglich ist, einfach wirklich Ein- und Ausgang direkt am Weg zu platzieren, dass die Leute dann sich mitten auf dem Weg anstellen. Muss man halt einfach mal abwarten. Da noch was korrigiert wird. Wasserrutschen habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Hier ist die Kugel. Ich weiß immer noch nicht, was diese Kugel macht. Komme ich immer noch nicht weiter mit. Was ich aber hier sehe, hier geht es leicht bergauf. Seht ihr das? Also es geht nicht nur bergab, es geht auch leicht bergauf. Da bin ich ja gespannt, ob es tatsächlich so Turbodüsen gibt, die einen dann wieder hochschießen. Ja. Gibt es ja tatsächlich in Real Life. Bin ich mal gespannt, inwiefern da die Umsetzung ist. Man merkt natürlich schon, weil viele sagen ja dann schon mal, ah, das Ganze erscheint wie ein DLC für Rollercoaster Tycoon, für Planet Coaster 1. Aber wenn man bedenkt, wir kennen ein Soaked DLC, was es damals gab. Und dieses Soaked DLC hat so viel weniger wie dieses Spiel jetzt. Also wir kriegen hier ein vollwertiges Spiel mit ganz, ganz vielen Sachen im Bereich Pool, im Bereich Achterbahn. Und das ist kein DLC. Das ist ein vollwertiges Game, was leider mit definitiv einen zweiten Teil halt einfach braucht, einen neuen Teil oder einen Neustart brauchte, weil die Engine einfach nicht mehr in der Lage war, das zu bewältigen und man dementsprechend halt einfach technisch ja, in den letzten 8 Jahren so viel weitergekommen ist, dass man Sachen jetzt besser umsetzen kann, als bei der Engine, die 8 Jahre alt ist. Und das muss man halt immer berücksichtigen. Ich finde es schade, dass mittlerweile so viele Leute immer haten und sofort irgendwelchen, ich sag mal, Bullshit loslassen, ohne Ahnung von Game-Entwicklung zu haben.
Viele erwarten heutzutage viel Leistung, viel Content für wenig Geld, am besten gratis und denken, da steckt keine Arbeit hinter. Aber das ist halt nicht so. Da steckt eine Menge Arbeit hinter. Viele Ideen, viele Sachen, die umgesetzt werden. Es werden auch sicherlich viele Sachen verworfen, die dann erarbeitet werden und die dann rausgeworfen werden, weil man dann sagt, ah, passt jetzt vielleicht doch nicht so ganz. Es kostet alles Geld. Die Leute, die da arbeiten, die brauchen das Geld ja auch. Also für Nahrung und Leben, Familie und so ein Zeug. Also von daher, wir kriegen ein vollwertiges Spiel mit 5 neuen Themenbereichen. Ich bin glücklich. Ich freue mich drauf. Was ich übrigens jetzt sehe, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gesehen. Es gibt 3 Wege. Hier oben tatsächlich. Und jetzt ist die Frage, ist das Wartebereich und Wartebereich Single? Oder ist das Wartebereich und Mitarbeiterwege? Was ist es? Denn interessanterweise, ich komme jetzt nämlich auf den Entweder-Oder-Faktor, guckt euch mal hier genau an, da sind 2 Silhouetten zu sehen. Das sind tatsächlich 2 Leute hintereinander, was natürlich für eine Warteschlange spricht. Das kann aber auch dementsprechend bedeuten, für eine Warteschlange mit mehr als einer Person. Und hier hat man eine Person. Andersherum hat diese Person aber, glaube ich, eine Mütze auf, wenn ich das richtig erkenne. Könnte also auch Mitarbeiterwege sein, die wir hier noch nicht sehen. Fände ich gut. Mitarbeiterwege finde ich auf jeden Fall ein gutes System. Würde mich freuen, wenn es kommen würde. Was ich übrigens auch sehr schön finde, wir können ja hier ein Draw-Tool machen. Und hier können wir die einzelnen Punkte auch wieder bearbeiten. Das sieht man hier dann dementsprechend auch. Ne? Ich finde übrigens auch immer diese Coming Soon-Schilder, die sie hingestellt haben, immer sehr schön. Coming Soon, Coming Soon. Also kommt noch eine ganze Menge. Und wie gesagt, wir haben ja bis jetzt auch tatsächlich nur einen Bruchteil von allem gesehen. Also wir haben ja noch nicht mal Nachtmodus oder Regen gesehen. Also von wegen, das Spiel hat das und das nicht. Das wissen wir alles noch gar nicht. Was das Spiel letzten Endes haben wird oder nicht, das wissen die Entwickler. Weil die wissen, woran sie arbeiten und wie weit sie sind. Aber wir wissen nichts. Wir wissen das, was wir sehen. Wir können viel sprechen über Vermutungen. Und ja, hoffen, dass vielleicht das ein oder andere noch dazukommt. Aber wir sehen jetzt schon ein Spiel, was auf einem sehr, sehr guten Weg ist, meines Erachtens nach, wo sich die Entwickler viel Mühe gegeben haben, auf sehr viele Wünsche eingegangen sind, der Spieler. Da unten ist übrigens ein Toilettenschild. Sehe ich gerade. Also wenn, ist eine Toilette da an der Seite. Wir sehen also wirklich ein Spiel, was auf einem guten Weg ist, weil viele haben sich halt natürlich so ein Schwimmbad-Ding gewünscht. Das ist ja definitiv immer ein Wunsch gewesen für Planet Coaster 1. Jetzt bringen sie Planet Coaster 2 zusammen mit Schwimmbädern, was ja auch mittlerweile gar nicht mehr so selten ist. Wie viele Freizeitparks gibt es, wo auch ein Schwimmbad direkt nebenan ist? Ja, ich sag mal Europa-Park mit Rulantica. Aber auch zum Beispiel den Freizeitpark Slakan in Holland oder ich habe letztens noch ein Video gesehen von einem Freizeitpark auch mit Campingplatz und auch Schwimmbad, alles an der Nordsee von Holland. Sowas gibt es ja tatsächlich. Und ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass Zoo jetzt auch nicht noch dazu kommt, weil Zoo passt ja auch wunderbar dazu. Ne? Serengeti Park zum Beispiel. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Ich bin selbst Fan eher von Schwimmbädern und Freizeitparks und ich freue mich auf genau diesen Content. Also von daher bin ich jetzt auch, glaube ich, erstmal soweit durch. Hier sehen wir halt noch ein paar Lampen. Und Details, ich finde übrigens auch der Detailgrad jetzt auch mit den Mustern, die Grafik finde ich halt, ist schon nochmal ein Stückchen besser geworden. Und das ist übrigens, ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau, da kommt ja auch öfters mal die Kritik auf, dass einige vielleicht sagen, dass die Grafik natürlich keine riesen Sprünge gemacht hat gegenüber 1. Was aber meines Erachtens
halt einen gewissen Grund hat. Teil 1 hat einen guten Grafikstand. Also selbst heute hat Planet Coaster 1 für die Art des Spiels, die es ist, eine sehr, sehr gute Grafik. Ne? Ich sag mal so, das andere Spiel, was zwischenzeitlich rausgekommen ist, wie heißt das? Da, wo man die Attraktion ins Unermessliche updaten kann, in irgendwelche unrealistischen Fahrgeschäftstypen. Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Es war grafisch jetzt auch nicht so viel besser. Ja. Und klar, wir könnten, und wenn das wirklich die Unreal 5 Engine ist, wir könnten das auf ein ganz neues Niveau heben. Aber was nutzt es, wenn es keiner spielen kann? Das heißt, klar, die Grafik ist vielleicht nicht das Nonplusultra in dem Sinne. Aber viele Leute haben sich darüber beschwert, dass das Spiel mit einer gewissen Besucherzahl einfach nicht mehr flüssig läuft. Und man tut sich dann keinen Gefallen damit, wenn man die Grafik auf einem Unreal-Niveau hebt, sag ich mal, ja, und dementsprechend noch weniger Leute das spielen können. Von daher ist der Schritt, die Grafik so zu halten, wie es ist, gar nicht verkehrt. Ich gehe davon aus, dass die ganzen Assets halt dementsprechend überarbeitet worden sind, dass sie vielleicht nochmal ressourcenschonender sind, dass natürlich auch die Technik verbessert worden ist, um natürlich das Ganze flüssiger zu halten. Aber die Grafik jetzt mit hochauflösenden Texturen und bla 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 vollzustopfen? Nein. Ich finde, das Spiel sieht gut aus. Nehmen wir mal die Fahrgäste raus und sehen uns nur die Szeneriesachen an. Ist das Ganze ja schon top. Ja, es ist ja nicht so, dass das ganze Spiel einen gewissen Comic-Look hätte. Die ganzen Texturen, Grafiken, Schienen, Achterbahnwagen, bla bla bla, das sieht ja alles gut aus. Das sieht ja alles recht reell aus. Nur die Figuren haben einen gewissen Comic-Look. Und ich sag mal, einen gewissen Comic-Look. An sich sehen die schon recht natürlich aus. Also schon die Menschen, ja, halt nur ein bisschen einfacher gehalten. Einfach nur, um die Leistung dementsprechend vielleicht zu verbessern. Also von daher, auch da sind wir bei einem Punkt, ich bin zufrieden. Mir fällt gerade auf, was macht er denn hier? Achtet mal auf ihn hier. Der ist ein bisschen fertig. Okay, ich habe kurz überlegt, ob der sich gleich übergeben muss. Bin ich übrigens, das ist auch etwas, ich freue mich schon, die ganzen Leute zu beobachten und zu gucken, was die so tagsüber machen, wie sich ihre Zeit treiben. Und Verhalten halt. Ne? Das finde ich auch auf jeden Fall spannend von der Thematik her. Was ich gerade noch sehe, ist, wie langsam die Zeit geht. Oh, es geht. Also wenn ich vorklicke, also alle 10 Sekunden ist eine Minute ungefähr. Okay. Das heißt, alle 10 Sekunden eine Minute heißt 600 Sekunden für eine Stunde. 600 Sekunden sind 10 Minuten. Also 10 Minuten für eine Stunde. Ja, geht. Wobei die Zeit für mich eh keine Rolle spielt. Ich halte das Ganze dann zeittechnisch fest. So. Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild. Ich bin soweit durch. Ich freue mich schon zu schauen, ob nächste Woche wieder ein neues Bild kommen wird, was wieder mehr verrät. Ich freue mich darauf, vielleicht von der Gamescom was zu sehen. Ich freue mich darauf, wenn ein neues Deep Dive kommen sollte. Und ich muss mal gucken, was am Sonntag für ein Content von mir kommt. Wahrscheinlich diesmal nicht Planet Coaster, vielleicht tatsächlich aber auch was anderes. Mal schauen. Vielleicht, wie es mit dem Kanal weitergeht, warum das momentan so ist, wie es ist oder was weiß ich was. Vielleicht fällt mir aber auch noch was anderes ein. Es ist gerade zu warm zum Denken. Es tut mir leid. Auch wenn dieses Video vielleicht so ein bisschen chaotisch war. Es ist sehr, sehr, sehr warm. Ich sitze unterm Dachboden. Wir haben hier die Wärme gespeichert für den nächsten Winter. So. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da.
lasst einen Kommentar da, falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, wie auch immer. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt bis jetzt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, bis dahin, bleibt fit, bleibt gesund, behaltet einen kühlen Kopf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.